Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pixel Piracy hier bei Achiever. In der letzten Folge, sind wir hier wieder auf Tour gegangen. Wenn wir uns ein bisschen umschauen, haben wir ein paar Inseln abgeklappert. Und jetzt wollte ich eigentlich Inseln und hauptsächlich Piraten, wollte ich ja zur nächsten Stadt segeln. Gleich mal speichern. Einfach nur, um noch ein, zwei Crewmitglieder anzuheuern. Weil wir haben ja jetzt genug Gold. Was macht der da? So, jetzt. Und dann müssten wir das ja soweit geregelt haben. Da wird auch keiner mehr sterben und keiner mehr an der Moral versagen. Hoffe ich. Mal schauen, haben wir eine Taverne hier? Haben wir nicht. Da schaue ich mich trotzdem ein bisschen um. So, die wähle ich auch kurz aus. Und ihr geht gleich wieder hoch. So, schauen wir mal, was kann ich hier kaufen? Mini-Pistol. Was kann ich verkaufen? Das brauche ich nicht. So, brauche ich die zwei behalten. Nee, ich habe ja die große Axt. Ich behalte mal nur die besten. Bone Blade. Ich glaube, die müsste besser sein als sie. Wir haben einen Brutalizer. Woher? Zwei sogar. Bin ich jetzt aber, das habe ich gar nicht mitbekommen, wann haben wir denn sowas Geiles gelootet. So, dann kann ich ja alles mit 5 Damage und 6 Damage verkaufen. Und hier 13,2, 19, ja, er kriegt den Brutalizer. Du natürlich auch. Und sonst 7,5. Ja, rüsten wir mal natürlich alle mit guten Waffen. 10, 85, 10. Ja, das passt schon. Obwohl, Tech Speed 1,5. Das lohnt sich viel mehr. Boah, jetzt haben wir nochmal so einen Kick bekommen. Okay, super. Dann Essen brauchen wir nicht unbedingt. Boah, wir könnten 88 Gold nur durch unser Fisch machen. Das hat was. Was haben wir hier? Ach, das ist plus ein Save Speed. Handgewichte braucht man nicht. Bomben. Basic Cannon. Das will ich mal anschauen. Ich hole mir gleich zwei. Okay. Was hätten wir noch? Bomben. Ich glaube, die brauchen wir. Hole ich mir 30. So. Plus 2 Save Speed. Plus 1. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das bringt. Ich hole mir mal zwei davon. Und verkaufen tue ich nichts. Ich weiß, wir wollten das Gold eigentlich für Crewmitglieder ausgeben, aber hier ist ja gar nichts Interessantes. Aber.
das sorgt ja auch für ein Upgrade. Weil ich hier. Das ist es nicht. Deko. Bei der Deko ist es auch nicht. Basic Cannon. Einmal da oben. Einmal da. Oder da lieber. Da lieber. So. Dann ein Wood Wheel. Kann ich es rotaten? Kann ich nicht. Item cannot float. Okay, wie bringe ich das bitte an? Aha. Ja, okay, von mir aus. Und hier dann die Kanonenkugeln. Ja, haben wir halt noch eine. Die Flagge habe ich immer noch nicht gerne. Haben wir halt noch einmal Munition. Aber ich glaube, keiner kann mit Kanonen interagieren. Komm schon. Ah, der backt schon wieder rum. So. Dann segeln wir gleich mal weiter. Sind schon Danger 5 Piraten. Ich geh mal. Hier waren wir schon. Okay. Da gehen wir an denen vorbei. Okay, soll ich es versuchen? Ja, wir versuchen es. Safe Game natürlich. Weil wenn wir dann Stufe 4 Piraten farmen können, kommen wir ein ganzes Stück weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob die zwei jetzt überhaupt was bringen oder ob wir 100 davon brauchen, damit wir das überhaupt spüren. Aber leider. Ich will die zwei diesmal mitnehmen. Dafür kriegen die eine fette Axt von mir. Und ich skill einmal durch. Mehr Vitalität, mehr Stärke, mehr Glück. Vitalität, Stärke. Du. Vitalität. Das und sonst. Ja, mach mal mehr hiervon. Der hier, ja, den Rest lasse ich relativ gleich so einfach nur als Grundstats. Ich weiß, jetzt habe ich zwar keine Stats mehr offen, aber engage them. Es könnte ja jetzt gefährlich werden. 131 Life, ja, die sind schon stärker. Ja, wir können ballern. Ja. Er kann feuern. Wie cool ist das denn? Ja, dann kommst du mal rüber. Ach so. Noch nicht im Boarding Range. Okay. Dann gehen du noch mal rüber. Ja, warum das denn? Wegen der Kanone etwa? Moment. Ship Setup. Dann. Ich kann es gerade gar nicht entfernen. Nee. Ah, jetzt geht's.
Ja, jetzt geht's. Ach, kommt schon. Okay, jetzt geht's zurück. Wir locken sie auf unser Schiff. Nein, komm zurück. Oder auch nicht. Nein. Dann vermöbeln wir sie ein. Da. Ich muss doch kurz schauen, wie viel Leben haben die alle noch. Ach, die stecken gut was weg. Moment. Ich habe da gar keine Übersicht mehr. Ich mach mal, dass sie alle retreaten dürfen. Nicht, dass sie wegsterben. So, was kriegen wir alles? Ah, wir haben Parry Basics. Okay, das ist gut. Dann gehen wir zurück. Also wir schaffen Stufe 4 Piraten mit Leichtigkeit. Das ist gut zu wissen. Oh, warum ist seine Moral so weit unten? Das kann doch nicht sein. Wie viel Gold kriegen wir? 147. Das ist gut, das ist gut. Ich bezahle alle mal. Und jetzt, da wir wissen, dass wir Stufe 4 Piraten schaffen, gehen wir einfach mal zu den nächsten Piraten. Aber die Insel hier will ich auch mitnehmen. Safe Game. Na komm, na komm. So. Und auf der Insel. Ach, wir haben jetzt genug Fische da. Aber gerade wenig zum Kochen. Ship Setup. Puh. So. Mach mal das Deck wieder schön voll mit Fischen. 10 haben wir noch. Ja, dann könnt ihr eigentlich gleich wieder angeln anfangen. Du nicht, du aber. So, und du. Schauen wir mal, was uns auf der Insel erwartet. Ah ja, die hatten auch Hunger, wie ich sehe. Haben gleich reingehauen. So, was haben wir hier? Boah. Die sind süß. Dann gehen wir mal runter und bekämpfen die gleich. Was macht denn der? Süß. Meint er, unser Schiff entern zu können? Ha, Anfänger. Was? Hast du das gesehen? Da stand gerade 10.000. Oder 1.000. Was war das? 9.900. Hä? Ich verstehe das nicht. Was ist da los? Warum machen wir als Last Hit so extremen Damage? So, was kriegen wir bei den Knochen? Noch mehr Gegner, klar. Yeah. Da, schon wieder 10.000. Als Last-Hit aber nur. So. Greift mal die Kisten an. Weil da interessante Sachen drin sein könnten.
ohne den Kisten. Ah, und eine Truhe ist auch da. Super. Ohne den Kisten wäre die Insel leider auch schon so gut wie wertlos. So, und alle zurück. Ach, ist das schön. Ist das schön. Und der Falcone schaut immer so böse. So böse. Naja, mir wird's auch stinken, wenn ich die ganze Zeit die Scheiße von anderen Leuten hier auffallen müsste. Aber naja, jeder macht hat seine Aufgaben, ne? So, wo gehen wir jetzt hin? Boah, so viele Piraten hier, die ich farmen kann. Das ist ja ein Traum. Safe Game. Immer speichern. Das ist es ganz wichtig. Das habe ich von ganz früher, wo ich Gothic gespielt habe. Speichern ist dein bester Freund. Weil auch wenn man alle 2 Minuten oder einmal die Minute speichert, ist einfach das Beste, weil vielleicht kennen das manche von euch, die Gothic schon mal gespielt haben oder andere vergleichbare, ähnliche Spiele, wo man dann 1 Stunde lang gespielt hat und schon richtig weit war und dann wegen irgendeinem Schmarrn gestorben ist und man sich nur dachte, oh Gott, wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Es war dann immer, nennen wir es mal, deprimierend. So, du und Feuer! Pow! Pow! Yeah! Oh nein, die arme Katze. Baum. So, das war's. Dann gehen wir mal rüber. Und zerstören die mal ein bisschen. Freuen sich die Haie. Ja, das ging wirklich schnell. Wenn die Stufe 4 Piraten so leicht sind, sage ich mal, dann könnten wir uns an und für sich die Katze töten wir auch. Hopp. Und was haben wir bekommen? Naja, nichts. Dann. Ah, ich weiß nicht, ich würde gern die Stufe 5 Piraten angreifen. Aber die haben halt auch Kanonen. Sprich, die zerstören unser Schiff mit. Und jetzt weiß ich nicht, inwiefern wir das verkraften können. Ja, singt wieder. Ich muss es nur unterbrechen wegen. Hä, was ist los? Sehen wir. Moment. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, warum die Map nicht weiter angezeigt wird. Da gehen wir sowieso erstmal nicht hin. Danger 10.000, das ist ja wirklich ein Witz. Also. Das. Nein. Warum macht man sowas? Zur nächsten Insel, arbeiten uns hier ein bisschen durch und schauen, dass wir hier ungefähr in dem Bereich in der Nähe von dem Legendary eine Stadt finden, unsere Crew aufstocken und dann zum Beispiel hier weiter farmen und hier auch gleich die Stufe 5 Piraten. Ja, das müsste hinhauen. Ist ein guter Plan. Aber das seht ihr dann natürlich in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.